Morgen. Morgen. Ja. Ja, schön, dass du gewartet hast, bis ich die Zeitung auch gelesen hatte. Tut mir leid, aber das war jetzt wichtig. Was war denn so wichtig, dass du die Zeitung auseinanderblättern musstest? Wenn man das Ding hier vorlegt, bekommt man einen neuen Satz Reifen für 30% weniger. Das gibt's ja gar nicht. Doch, super, ach, oder? Das meine ich gar nicht. Hier, schau mal, hier die Frau. Die kenne ich. Die soll ihren Lebensgefährten umgebracht haben. Vielleicht hast du sie verhaftet. Nee. Aber wann war denn das? Ja klar, ich habe dir von der Observation erzählt in dem Park. Aber ich muss mit dem Staatsanwalt reden. Marianne Lärmer, geboren 2.12.1959 in Gießen, wohnhaft in Heisenberg, geschieden. Bäckereifachverkäuferin, zuletzt ohne Beschäftigung und seit dem 12. Januar 2007 in Untersuchungshaft in der JVA Gelsenkirchen. Die Angeklagte verließ am 12.01.2007 um 14.50 Uhr nach einem heftigen Streit mit ihrem Lebensgefährten Norbert Steinmann zunächst die gemeinsame Wohnung, ging jedoch wenige Minuten später zurück, um diesen zu töten. Sie drückte dem nach einem Schlaganfall ans Bett gefesselten Mann so lange ein Kissen auf das Gesicht, bis Norbert Steinmann trotz heftiger Gegenwehr schließlich erstickte. Sie tat dies, weil sie dessen ständige Beschimpfungen und Demütigung nicht mehr ertragen konnte, es jedoch nicht schaffte, sich von ihm zu trennen. Die Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß § 212 Absatz 1 StGB. Frau Lärmer, Sie haben die Vorwürfe gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Frau Lärmer, ich habe Sie gerade gefragt, ob Sie sich zu dem Anklagevorwurf, den der Herr Staatsanwalt verlesen hat, äußern wollen. Ja, ich will mich dazu äußern. Bitte. Ich habe Norbert sehr geliebt. Und ich hätte ihm nie im Leben etwas antun können. Wir wissen doch von Ihren jahrelangen Demütigungen, denen Sie ausgesetzt waren, Frau Lärmer. Das hat er nicht so gemeint. 10 Jahre waren sie zusammen. Kein einziger Tag dabei, an dem er nichts an ihnen auszusetzen hatte, oder? Nichts, was sie ihm recht machen konnten. Das können Sie nicht verstehen. Dann erklären Sie es uns doch bitte, dass wir es verstehen können. Es war doch so, dass selbst an seinem Schlaganfall sich nichts geändert hat. Sie haben sich aufgeopfert und er hat ihnen nicht annähernd gedankt. Ich habe Norbert sehr gut gekannt. Und ich konnte mit ihm sehr gut umgehen. Ich habe ihn zu Hause von Tellerscherben gefunden. Tellerscherben, so die Spurenlage, die vom Todestag stammen. Also auch in den letzten Momenten seines Lebens hat er wieder mit einem Teller nach Ihnen geschmissen. Wie haben Sie sich da gefühlt, Frau Lärmer? Sie können es mir glauben, das hat Ihnen danach bestimmt leid getan. Worum ging es denn bei dem Streit mit dem fliegenden Teller? Na, also es war folgendermaßen. Ich war ja auch selber dran schuld gewesen. Ich habe ihm das heiße Essen hingestellt und habe mich darauf geachtet, es abkühlen zu lassen. Und dabei hat er sich die Zunge verbrannt und ist wütend geworden. Ich habe daraufhin auch sofort meinen Mantel genommen und bin runtergelaufen, um mich zu beruhigen. Also hat der Streit und das Verhalten Ihres Lebensgefährten Ihnen doch zugesetzt. Vielleicht fangen wir es mal anders an. Auf Seite 27 der Akten habe ich gelesen, dass Ihre Wohnungstür einfach durch bloßes Runterdrücken der Klinke von innen wie von außen geöffnet werden konnte. Haben Sie abgesperrt an dem Tag, als Sie das Haus verlassen haben? Nein, ich habe nicht abgesperrt. Das Haus ist im Grunde genommen recht sicher. Aber sollte Norbert mal Hilfe brauchen, dann können die Nachbarn wenigstens mal rein. Wann haben Sie denn die Wohnung verlassen an dem Tag? Das war so gegen 14.50 Uhr. Und wo sind Sie hingegangen? Ich bin in den Wald spazieren gegangen mit meiner Tochter. Kann das irgendjemand bezeugen? Ja, meine Tochter. Die Cornelia? Die Cornelia kann das bezeugen. Und bis wann waren Sie da spazieren? Das war so ca. 20 vor 4. Und das wird Cornelia Lärmer auch bestätigen. Laut Gutachten liegt der geschätzte Todeszeitpunkt zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr. Die Nachbarin von Norbert Steinmann, die hat den Herrn Steinmann ein letztes Mal kurz nach 3 gehört, als er nach seiner Lebensgefährtin gerufen hat. Das heißt also, die Tat muss zwischen kurz nach 3 und 15.15 passiert sein. Und genau für diesen Zeitraum hat meine Mandantin, Herr Staatsanwalt, ein Alibi. Naja, von der Tochter. Ein Alibi von der Tochter. Es wäre nicht das erste Gehen, das für die Mutter lügt, Herr Vorländer. Cornelia lügt nicht. Herr Staatsanwalt, wieso sollte denn bitte schön meine Mandantin ihren Lebensgefährten umgebracht haben? Die beiden waren nicht miteinander verheiratet. Da wäre es doch ein leichtes gewesen, sich einfach von ihm zu trennen. Aber genau das Gegenteil hat meine Mandantin gemacht. Sie hat ihn aufopferungsvoll gepflegt. Sie hat sogar ihre Stelle aufgegeben, um nach seinem Schlaganfall für ihn da zu sein.
Aufopferungsvoll ist ein ganz tolles Stichwort. Aufopferungsvoll, gepflegt. Da spielt der Verteidiger auf etwas an, was mich sehr beeindruckt hat. Selbst als Ihr Lebensgefährte tot war, haben Sie sich ja noch rührend um Ihren Lebensgefährten gekümmert. Und Sie wissen, worauf ich anspiele. Ich habe viel gesehen. Aber dass man jemanden tötet, wäscht, neu einkleidet, den man vorher erstickt hat mit einem Kissen, das war mir auch völlig neu. Warum macht man sowas, dass man jemanden, den man getötet hat, hinterher einkleidet? Vielleicht, weil man ihm besonders nahe steht, große Empfindungen hat, Liebe empfindet. Das wird es bei Ihnen aber ja wohl nicht gewesen sein. Was war es bei Ihnen, frage ich mich. Ich habe ihn nicht getötet. Das hätte ich nicht gekonnt. Ich sage Ihnen etwas. Spuren mussten vernichtet werden. Er musste ausgezogen, neu eingekleidet werden, die Klamotten in den Kamin geschmissen werden, um Spuren zu verwischen. Spuren, die auf ein Verbrechen hinweisen könnten. Wenn sie wirklich so durchdacht vorgegangen wäre, Herr Staatsanwalt, wie Sie das behaupten, dann hätte sie doch nicht so einen groben Fehler, so einen groben Schnitzer begangen, ihre Fingerabdrücke an den Knöpfen des frischen Pyjamas zu hinterlassen. Das macht man doch nicht dann. Wie kommen denn Ihre Fingerabdrücke da drauf? Auf dem Pyjama? Ja, wie ich wieder zurückkam, lag er so im Bett. Und mir war nicht bewusst, dass er tot ist. Ich habe ihn gerüttelt und so sind meine Fingerabdrücke auf die Knöpfe gekommen. Und nicht deshalb, weil Spuren vernichtet werden müssen. Hinweise auf einen unnatürlichen Tod, Frau Lerme? Haben Sie eigentlich nie darüber nachgedacht, Herr Staatsanwalt, dass jemand ganz anderer für den Tod von Norbert Steinmann verantwortlich sein könnte? An Christian Steinmann, den Bruder des Opfers. Der hatte nicht nur die Gelegenheit zu töten, sondern er hatte auch ein ganz starkes Motiv, an das Erbe ranzukommen. Gut, den können wir jetzt direkt anhören, wenn keine Fragen mehr sind. Keine Fragen. Dann nehmen Sie bitte beim Herrn Verteidiger Platz. Christian Steinmann, bitte schön, und wir treten in die Beweisaufnahme. Herr Steinmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Christian Steinmann, 37 Jahre alt. Sie wohnen in Heisenberg, sind ledig, zurzeit ohne Beschäftigung. Ja, aber ich habe im Gefängnis eine Ausbildung zum Mechaniker gemacht. Verwandt oder Verschwäger mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein, aber sie war mit meinem Bruder zusammen. Ich muss Sie noch belehren, dass Sie auf alle Fragen nicht antworten müssen. § 55 Strafprozessordnung, wenn Sie sich vielleicht durch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst belasten könnten. Wir untersuchen ja heute den Tod Ihres Bruders. Sie haben ja an ein paar Tagen, das war der 12. Januar, so um 15.52 Uhr die Polizei gerufen. Also ich kam in die Wohnung meines Bruders. Ich habe ihn da gesehen. Er hat nur da gelegen, der Mund war offen, aber er hat sich nicht mehr bewegt. Wann sind Sie da in die Wohnung Ihres Bruders gekommen? Das war so gegen drei Viertel vier in etwa, muss das gewesen sein. Und die Türe unten war auf jeden Fall offen. Oben hat niemand aufgemacht. Und dann, ich bin raufgegangen, habe versucht, ob die Tür offen ist. Das war sie auch. Und welches Bild hat sich dann in der Wohnung geboten? Ja, die ganze Wohnung war voller Qualm. Es war sehr heiß. Ich bin sofort ins Schlafzimmer gelaufen, weil ich Norbert helfen wollte, natürlich. War außer Ihrem Bruder sonst noch jemand in der Wohnung? Ja, Marianne ist in der Wohnung gewesen. Sie war über ihn gebeugt, sie knöpfte in aller Seelenruhe seinen Pyjama zu. Sie hat mich auch gar nicht wahrgenommen. Und erst als ich sie wegen des Qualms angegangen bin, nahm sie Notiz von mir und war natürlich total. Und wie hat sie dann auf Sie reagiert? Ja, sie war auf jeden Fall total geschockt. Sie hat irgendwas gestammelt, aber was das genau war, und was war das, was so die Wohnung verqualmt hat? Das kam aus dem Kamin. Da lag ein ganzer Haufen Stoff drin, der so vor sich hingeschmort hat. Ja, bei diesem Stoff, da handelt es sich offensichtlich um Reste des Pyjamas des Opfers und um ein Kopfkissen. Ja? Ich habe hier den Obduktionsbericht, den verlese ich bei der Gelegenheit. Norbert Steinmann verstarb an den Folgen eines anhaltenden akuten Sauerstoffmangels. Der Leichnam wies ausgeprägte petechiale Stauungsblutungen im Bereich des Gesichts und des Hinterkopfes sowie ein Emphysem, also eine Überblähung der Lungen beidseits auf. Also solch eine Dunsung des Gesichts und solche petechiale Einblutung, das sind an sich ausgeprägte Erstickungszeichen. Und deshalb wurde auch dann nach Spuren von Gewalteinwirkung gesucht. Und da schreibt der Obduzent weiterhin, in der Lunge konnten Faserspuren gefunden werden, die mit denen identisch sind, die aus den Überresten des am Tatort sichergestellten Kissens isoliert werden könnten. Also das heißt, Ihr Bruder wurde mit größter Wahrscheinlichkeit mit diesem Kissen, von dem wir nur noch einen kleinen Rest hier haben, erstickt. Frau Lerma, nachdem Sie Herrn Steinmann getötet haben, haben Sie versucht, seine Sachen im Kamin zu verbrennen. Sie waren aber so beschäftigt, damit ihn zu waschen, dass Sie nicht gemerkt haben, dass das Feuer erloschen ist. Aber wie ich kam, da lag er doch tot im Bett. Haben Sie denn die Angeklagte darauf angesprochen, was da in der Wohnung vorgefallen war? Natürlich habe ich sie darauf angesprochen. Und sie ist total hysterisch geworden, nachdem ich sie wegen des Qualms auch angerufen habe. Wie gesagt, sie hat also vorher mich überhaupt nicht wahrgenommen. Und sie schreckte auf, sie packte mich,
schob mich aus dem Zimmer raus, schloss hinter mir die Tür, schloss ab. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich die Polizei nachher gerufen habe. Wie haben Sie denn eigentlich den Tod Ihres Bruders aufgenommen? Naja, es ist halt nicht einfach, wenn jemand aus der Familie stirbt. Und Norbert und ich waren die Letzten, die noch übrig sind. Hatten Sie denn ein enges Verhältnis zueinander? Wie gesagt, Norbert war mein Bruder. Herr Steinmann, ich weiß, dass Sie mal heroinabhängig waren und ein Hi-Fi-Geschäft überfallen haben, weil Sie Geld für Drogen brauchten. Ja, und das Ganze wäre niemals zu Gericht gekommen, wenn Ihr Bruder nicht Anzeige erstattet hätte. Hätte Norbert das damals nicht getan, hätte ich niemals meine Entziehungskur im Gefängnis machen können. Und ich wäre wahrscheinlich heute irgendwo tot in irgendeiner Ecke gelegen. Und so gesehen kann ich ihm damit doch mein Leben verdanken. Außerdem ist das schon ewig lang her. Aber da gibt's doch noch einen zweiten Grund, Herr Steinmann, den Sie hatten, Ihren Bruder zu töten. Wer wäre? Das Erbe, das Sie in Aussicht hatten, Herr Steinmann. Ihr Bruder, der hatte sich doch eine ganz beträchtliche Summe, knapp 100.000 Euro zusammengespart. Und das hätten Sie zusammen mit seiner Wohnung bekommen, denn Ihr Bruder und meine Mandantin waren ja nicht verheiratet miteinander. Eben, bekommen hätte ich sowieso. Also frage ich mich, warum sollte ich ihm dann irgendetwas tun? Ich kann es Ihnen gerne sagen, weil Ihr Bruder Heiratspläne hatte. Mein Bruder hatte Heiratspläne. Norbert und heiraten, das glaube ich nicht. Wer hat Ihnen das erzählt? Sie? Sie, meine Mandantin und der Standesbeamte. Die haben nämlich darüber gesprochen. Und außerdem der Notar, bei dem Ihr Bruder sein Testament errichten wollte. Nein. Herr Steinmann, Ihr Bruder, der hat sich, nachdem Sie aus dem Gefängnis entlassen wurden und Sie ihn um Geld gebeten hatten, viele Gedanken gemacht. Und er kam dann zu dem Schluss, dass sein Erbe, seine Lebensgefährtin, meine Mandantin, mehr verdienen würde als Sie. Ja, aber ich wusste doch gar nicht, dass Sie meinen heiraten wollen. Fakt ist, dass Ihr Bruder, lieber Herr Steinmann, meine Mandantin heiraten wollte. Und zwar schon ganz, ganz bald. Der Zeitdruck, der war verdammt groß. Und logischerweise hätte der Herr Steinmann, Ihr Bruder, natürlich meine Mandantin auch als Erbin eingesetzt. Mit der Folge, dass Sie sich das ganze schöne Geld hätten abschminken müssen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Sie waren ganz plötzlich am Tattag bei Ihrem Bruder, sind dort aufgetaucht und haben ihn getötet. Schauen Sie sich die Tatortfotos mal in aller Ruhe an. Schauen Sie sich das an. So sah Ihr Bruder aus, als er noch lebte. Und so sah er aus, nachdem Sie ihn umgebracht hatten. Sie waren gerade dabei, die Spuren zu verwischen, als Sie von meiner Mandantin überrascht wurden. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich bitte wieder hin. Sie bitte schön auch nach Möglichkeit. Wie war denn nun Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder? Meinen Sie, so richtig beantwortet haben Sie die Frage noch nicht? Hm? Naja, sie war vielleicht nicht die beste und wir haben uns auch vielleicht nicht mehr so oft gesehen, aber ich hatte keinen Grund, ihm irgendwas zu tun. Ja, dann frage ich Sie einfach mal ganz direkt, wo waren Sie denn so zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr an dem Tag? Ich hatte um 2:30 hatte ich einen Termin bei meinem Bewährungshelfer. Der hat auch ziemlich lange gedauert, da können Sie ihn fragen. Stichwort Bewährungshelfer. Ich sage Ihnen was, ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt kommt. Ich habe natürlich mit diesem Bewährungshelfer gesprochen und der hat mir gesagt, dass Ihr Termin bei dem Bewährungshelfer nicht länger als 10 Minuten gedauert hat. Ich zeige Ihnen das mal anhand des Stadtplans. Und während ich den aufbaue, möchte ich Ihnen noch Folgendes sagen. Wie sich das weiterhin in der Wohnung damals zugetragen hat. Sie hatten sich in der Wohnung am Tattag, nachdem Sie Ihren Bruder umgebracht hatten, versteckt gehalten. Und dann so getan, als ob Sie gerade gekommen wären. Denn Sie handelten da ganz einfach nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Und deshalb belasten Sie hier meine Mandantin. Und jetzt schauen Sie sich mal in aller Ruhe diesen Stadtplan hier an. Sie wollen bei Ihrem Bewährungshelfer gewesen sein. Richtig. Das Gespräch hat, wie ich gerade schon sagte, 10 Minuten gedauert. Das heißt, Sie hatten volle 35 Minuten Zeit, vom Büro Ihres Bewährungshelfers zur Wohnung Ihres Bruders zu fahren. Ich darf Ihnen das hier anhand dieses Stadtplans mal verdeutlichen. Wie sind Sie denn zu Ihrem Bruder gekommen? Mit der S-Bahn. Der S-Bahn. Schauen Sie mal, Herr Steinmann, hier ist das Büro Ihres Bewährungshelfers. Und hier befindet sich die Wohnung Ihres Bruders. Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit der S-Bahn gefahren sind. Das ist richtig. Was für ein Zufall. Das sind gerade mal 2 S-Bahn-Stationen. Und diese Strecke, wissen Sie, wie lange das dauert, die zu fahren? Ich weiß das, aber 4 Minuten. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, warum das länger gedauert hat. Weil irgendwas ist an dem Tag mit der Bahn oder mit der Bahnstrecke gewesen. Ich habe mindestens 25 Minuten festgesessen dort.
Herr Steinmann. Und, können Sie ihn fragen? Habe ich mir doch auch schon gedacht, dass Sie sowas sagen würden. Schauen Sie, ich zeige Ihnen mal einen schönen Brief. Ich habe die Verkehrsbetriebe angeschrieben und die haben mir freundlicherweise geantwortet. Darf ich es Ihnen vorlesen? Bitte. Sehr geehrter Herr Vorlinder, auf Ihre Anfrage vom 14.01.07 hin, ob es am 12.01.07 zu Verspätungen oder Störungen im öffentlichen Nahverkehr von Heißenbrück gekommen war, können wir Ihnen mit Freude mitteilen, dass es am 12.01.07 keinerlei größere Verspätungen oder Ähnliches gab. Dann lügen die, ich war nicht... Hören Sie doch auf mit dieser S-Bahn-Nummer, das ist doch lächerlich! Na gut, aber auch unerheblich letztlich, Herr Vorländer. Wenn er wirklich seinen Bruder getötet hätte, ihn gewaschen hätte, angezogen hätte, wo waren denn dann Spuren am Kleiderschrank? Im Bad oder wenigstens am Kamin, wo ja nach Ihrer Überzeugung er die Klamotten dann verbrannt hätte. Das sagt doch überhaupt nichts, Herr Staatsanwalt. Bei seinem Einbruch in dieses Hi-Fi-Geschäft, da hatte Herr Steinmann doch auch überhaupt keine Spuren hinterlassen. Ja, ich denke, wir kommen so nicht wirklich weiter. Oder gibt es noch weitere Fragen? Keine, danke. Für mich gibt es genug. Cornelia Lärmer, bitteschön. Es geht nicht nur um Erkenntnisse, es geht um Fragen. Fragen haben Sie keine? Keine. Also nehmen Sie bitte hinten Platz. Sie bleiben unvereidigt. Frau Lärmer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Cornelia Lärmer, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Heißenbürg, sind ledig. Sie sind Studentin der Biologie. Und Sie sind die Tochter der Angeklagten. Sie wissen, dass Sie als Tochter das Zeugnisverweigerungsrecht haben. Sie müssen hier nicht aussagen. Wollen ja, Sie aussagen? Ja, das möchte ich. Sie wollen aussagen. Wir verhandeln heute die Strafzahl gegen Ihre Mutter, die Ihren Lebensgefährten am 12. Januar mit einem Kissen erstickt haben soll. Ja, aber das kann nicht sein. Sie war mit mir zusammen. Mhm. Dann erzählen Sie doch mal, wie ist denn der Nachmittag verlaufen? Ja, ich bin zu der Wohnung von Mama und Norbert gefahren, weil ich fürs Studium lernen wollte und noch ein paar Sachen aus meinem alten Zimmer. Sie wohnen nicht mehr dort? Nein, ich bin von zu Hause ausgezogen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Die Nörgeleien von Norbert konnte ja kein Mensch ertragen. Aha, und wie war das an dem Tattag? Gab es da auch so Nörgeleien? Ja, ich sag mal so, meine Mutter ist mir schon unten im Hof entgegengekommen, als ich gerade hochgehen wollte und war total in Tränen aufgelöst. Und da war mir klar, dass es wieder Streit mit Norbert gegeben hat. Aha. Können Sie sich noch erinnern, wie spät es da war? Das war so 15:45, könnte auch schon 5 Uhr gewesen sein. Sind Sie dann noch hoch in die Wohnung? Nee, bestimmt nicht. Ich habe mir meine Mutter geschnappt und wir sind direkt in den Wald spazieren gegangen. Hat Ihnen Ihre Mutter gesagt, was passiert ist? Ja, das hat sie. Sie hat mir erzählt, dass sie einen fürchterlichen Streit mit Norbert gehabt hat. Und dass er so cholerisch geworden ist, dass er ihr einen Teller mit heißem Essen hinterhergeworfen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und Sie wollen es immer noch erzählen, Frau Lärmer, dass Sie das alles so eben mal weggesteckt haben. Hören Sie, egal wie sehr das vielleicht meine Mutter belastet hat, sie hat diesen Kerl wirklich immer in Schutz genommen und hat sich wirklich alles von ihm gefallen lassen, weil sie ihn geliebt hat. Mhm. Zwischen Ihrer Mutter und Ihrem Lebensgefährten gab es ja öfter Streit zuvor? Ach, immer schon. Vor seinem Schlaganfall, als er noch konnte, hat er so oft es nur ging, belogen und betrogen. Man muss sich mal vorstellen, er hat nicht mal ein bisschen auf die Gefühle von meiner Mutter geachtet. Er hat die Frauen sogar mit nach Hause gebracht, hat nicht mal versucht, ein Geheimnis daraus zu machen. Bitte sei doch ruhig. Nein, Mama, die sollen das ruhig mal alle hören. Man muss sich vorstellen, meine Mutter brauchte nur mal 5 Minuten zu spät nach Hause kommen. Da hat er ja schon eine Szene gemacht. Und ich weiß noch, bei der Hochzeit von meiner Cousine, da hat er sie vor allen Leuten angeschnauzt, nur weil sie ein Glas hat fallen lassen. Ich meine, sowas kann nur jedem Menschen ja, passieren. Ja, und dann ist sie nämlich ausgerastet. Nein, Mama hat das immer alles geschluckt. Ja, haben Sie denn jemals mit Ihrer Mutter über eine Trennung gesprochen? Ach, bestimmt 1001 Mal, wenn nicht sogar öfter. Ich meine, sie ist noch jung genug, sie ist hübsch. Sie hätte ihr Leben doch genießen können, anstatt sich von Norbert alles versauen zu lassen. Aber sie ist trotzdem bei ihm geblieben. Und nach dem Schlaganfall, muss man sich vorstellen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Da konnte er seine Hand noch mehr über sie halten. Hat er sie ja total unter Kontrolle gehabt. Hat er gar nichts mehr. Kein Urlaub, keine Freizeit, kein eigenes Leben. Ihre ganze Welt hat sich ja nur noch um Norbert gedreht. Und das haben Sie alles mitbekommen, obwohl Sie nicht mehr da zu Hause gewohnt haben? Mama und Norbert, die waren noch mehr als 10 Jahre zusammen. Wenn man so will, war er quasi mein Stiefvater. Aber deswegen weiß ich auch, dass sie nie irgendwas getan hätte. Sie hat ihn immer in Schutz genommen und hat die Schuld immer noch bei sich gesucht. Wussten Sie denn etwas, ob Ihre Mutter und Herr Steinmann geplant haben zu heiraten? Das war doch nur wieder eins von seinen kleinen sadistischen Spielen. Das hat er immer gemacht. Wenn Mama gerade den Mut zusammengenommen hat, ihn endlich zu verlassen, da hat er ihr so einen Knochen vor die Füße geworfen, weil er genau wusste, dass er wie so ein kleiner Schoß und darauf anspringen wird. Meine Mama ist ein bisschen naiv und die hat echt geglaubt, wenn das alles vor Gott und so besiegelt ist, und dann wird er sich bessern und dann wird alles besser werden. Jetzt kommen wir doch noch mal zu dem Tattag. Wann sind Sie denn da mit Ihrer Mutter von dem Ausflug zurückgekommen? Das war so 3:40, aber ich bin dann auch nicht mehr mit hochgegangen. Ich war einfach zu sauer auf Norbert. Und wann haben Sie das nächste Mal wieder von Ihrer Mutter gehört?
Ach, das war es, als die Polizei vor meiner Tür stand. Die haben mir dann auch erzählt, was passiert ist. Bis dahin hatte ihre Mutter aber nichts ausgesagt. Nichts von wegen Spaziergang mit ihnen oder irgend sowas. Das hat sie erst getan, nachdem sie das ausgesagt haben. Ja, aber das ist doch vollkommen verständlich. Meine Mutter, die stand total unter Schock. Die war so fertig. Sie hat ja auch noch nie irgendwas mit der Polizei zu tun gehabt. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie verhaftet wurde. Und nicht Christian. Immerhin ist der Kriminelle hier. Ich glaube, du hältst dich besser mal zurück hier. Ach komm, glaubst du, ich weiß nicht, dass du es warst? Selbst Norbert, dein eigener Bruder, hat immer gesagt, dass du eines Tages mal ausrasten wirst. Hat Herr Steinmann so etwas gesagt? Ja, ich habe damals ein Gespräch zwischen Christian und ihm mitbekommen. Da ging, also er war gerade aus dem Gefängnis raus und da ging es darum, dass er wieder Geld von Norbert haben wollte. Und der wollte ihm natürlich keins geben. Ja, aber Streit war das wohl nicht, oder? Ich weiß noch, da hat er zu mir gesagt, also Norbert hat zu mir gesagt, wenn ihm eines Tages mal was passieren würde, dann könnte er mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das der Christian war. Und das hat Norbert niemals gesagt. Natürlich hat er das gesagt. Er hat ja auch Angst vor dir gehabt. Angst? Vor mir? Er wollte doch nie alleine mit dir in einem Zimmer bleiben. Musste immer irgendjemand dabei sitzen, weil er immer Angst hatte, dass er ihm was antun könnte. Norbert hat mir doch vertraut. Mir hat er vertraut. Schließlich bin ich nicht derjenige, der sich an ihm ausgelassen hat. Was wollen Sie damit andeuten? Einmal, als ich da war, Norbert hatte überall blaue Flecken. Überall. Und Sie können mir glauben, sie hat sich für die ganzen Jahre an ihm gerecht. Meine Mutter hat sich liebevoll um ihn gekümmert. So nennt man das jetzt. So nennt man das jetzt. Einmal, als ich dort war, hat er sogar sein ganzes Gesicht aufgeschürft gehabt. Das ganze Gesicht. Norbert war halbseitig gelähmt. Vielleicht ist er aus dem Bett gefallen. Sowas kann passieren. Wofür hat er sich denn sein Krankenhausbett gekauft und ins Zimmer gestellt? Und außerdem waren da Holzlatten vor. Stimmt das, Frau Lärmer? Ja, das war meine Schuld gewesen. Und das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich habe die Latten nicht richtig festgemacht. Und da ist er die Nacht rausgefallen. Und so hat er sich das Gesicht aufgeschürt. Ja, und die blauen Flecken? Ja, Norbert musste ein blutverdünnendes Mittel einnehmen. Und dadurch hat er sehr schnell blaue Flecken bekommen. Wer es glaubt, du hast ihn misshandelt. Was wollen Sie eigentlich, Herr Steinmann? Das sind doch deutlich bessere Erklärungen als die, die Sie uns gegeben haben. Was soll das alles hier? Ich bin ja wohl nicht angeklagt, oder? Fragt sich nur, wie lange noch? Wissen Sie was? Ich lasse mir das hier überhaupt nicht länger bieten. Ich sag hier keinen Ton mehr, bevor ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe. Ist doch vollkommen klar, dass der das war. Herr Steinmann, wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann können Sie uns doch einfach alles erzählen. Einfach nicht zuhören, Herr Steinmann. Moment mal, Herr Seeler, wollen Sie bitte mal nachschauen, was da draußen für ein Lärm ist? Ja, ich schau mal nach.